Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connection Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in Genf in der Schweiz und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg gehen nicht mehr. Mal schauen, was der nächstmögliche wäre. Wäre prinzipiell mit dem Traktor den altbekannten Weg nach Belgien, in diesem Fall Liège. Mit einem Traktor wahrscheinlich vom neuen Pack. Ja gut, weil das halt beste preisschreckenmäßig, da können wir eigentlich schon den nehmen. Da fahren wir einen Traktor JCB Fast Track 4220 13.400 Kilogramm von Genf nach Liège zu Stokes für 25.735 Euro. Das ist gar nicht mal so verkehrt, denn die Kohle brauchen wir. Denn die Kohle brauchen wir, nicht nur, weil noch diverse Kosten offen sind, von wegen jetzt der Mercedes Actros, oder Mercedes-Benz Actros, als auch der Mercedes-Benz New Actros, weil das ja beides gebrauchte LKW sind und ich mir die ja, auch wenn sie 5 Sterne haben, einfach nochmal full restaurieren, weil das wollen sie quasi neu. Sondern auch, weil mittlerweile ja schon seit ein paar Tagen der neue Renault E-Track Truck, also das erste elektrische Fahrzeug hier in ETS 2 implementiert wurde. Dafür brauche ich dann halt auch wieder die Kohle, weil ich würde mir halt danach also nach dem Trade Connection Switzerland Event, werde ich mir dann den Renault E-Tech holen und mit dem dann durch die Gegend fahren, einmal die Woche. Dafür brauchen wir halt auch wieder die Kohle. Wie weit haben wir das denn jetzt überhaupt? Ah, nochmal 36 Kilometer. Ist ja... ist ja belastend. Wieder super, diese verkackten Flaschen mit dem nervigen... mit der nervigen Kindersicherung und wie auch immer, was das für eine Scheiße ist. Mach mal die Flasche auf und sie ist nicht offen, weil sie wieder zuklappt. Dämliche Scheiße. Oder ist man kommt um den Mist auch schon gar nicht mehr drum herum. Jede Firma mittlerweile nutzt den Mist. So, nochmal 12k oder so abgezogen. Aber waren das. Ne, das waren 5, 7, 8000? 7888, irgendwie sowas. Das sind ja, glaube ich, unsere. Unsere täglichen Ausgaben. Unsere täglichen festen Ausgaben. So, haben wir eben auf 85 hoch. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich es gleich mache. Wahrscheinlich am besten eben kurz Spülmaschine ausräumen, einräumen, anstellen und dann dann das eine Video bearbeiten und uns reinschicken, welchen einkaufen gehe. Ja. Klingt passend. Ach, hier fahren wir wieder hin. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen.
nimm die Ausfahrt links. Ja, wir sind bei 30. Wenn 30 immer noch zu viel ist, dann weiß ich auch nicht. Immer geradeaus. Und dann sind wir wieder bei RT Logistics. Es ist vorbei. Und das wird jetzt auch eine Fracht sein, glaube ich. Vom neuen JCB DLC. Wenn er wirklich alles täuscht. Haben wir zum Beispiel mal die erste Fracht damit? Ja, mit Rundumleuchte, dann machen wir das gute Ding auch an. So, wie gesagt, den Weg kennen wir ja mittlerweile, den sind wir ja schon. Das fahren wir jetzt, glaube ich, das vierte Mal jetzt die Strecke. Gut, jetzt diesen Abschnitt jetzt, glaube ich, das zweite Mal jetzt. Aber jetzt fahren wir Kurs ja A1. Fahren dann über die Landstraße in Frankreich auf irgendwann. Fahren wir dann bei Dijon. Geht es dann auf die A31. Die A31 fahren wir durch, an Metz vorbei. Dann geht es auf die A3 in Luxemburg, die zur A6 wird. Fahren an Luxemburg vorbei. Dann sind wir in Belgien und fahren die A4 hoch. Wechseln auf die A15. Und dann sind wir schon bei Liège oder Lüttich. Schnell hoch, bevor es zu spät ist. Also hoch im Sinne von auf die Bahn. Ja, ne? Ein paar Kilometer haben wir jetzt wieder, also 7 Kilometer. Ich muss wahrscheinlich zwischendurch mal mich aufs Ohr hauen. Na, vielleicht, je nachdem, wenn wir Geschwindigkeit verlieren. Ansonsten könnte man das auch durchaus in einem Rutsch schaffen. Danke. Wieder so schwierig hier gerade mit dem Lenken, weil die dann in Genf reinfahren. Oder an Genf vorbeifahren. Nimm die Ausfahrt links. Natürlich doch. Weiter mit 80. Ja. Ach, können wir auch schon mit 85 bleiben. Passt. Die Kurve, die passt, mit 85 sich zu nehmen. Wir sind zwar links, rechts gewesen.
Dann geht's auch gleich wieder auf die Landstraße. Weißt du gerade eben gar nicht genau, wie lange das Event überhaupt noch geht hier, das Tricon Nations Switzerland Event Video. Ach, Event. Ohne Video. Jetzt ist es drin, ne? Gerade eben habe ich 3 Anläufe gebraucht, jetzt ist es drin. Und wie lange das Cruising Kansas Event geht? Ja. Heute läuft das Cruising Nebraska Event natürlich. Nimm die Ausfahrt rechts. Ah, so ein Ding ist das. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine. ...60er-Ausfahrt oder 40er-Ausfahrt, aber okay, es ist doch eine 40er-Ausfahrt geworden. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Aufgrund des Kreisverkehrs. Vielleicht soll ich mal kurz nachschauen, ob das jetzt noch so easy machbar ist. Jetzt wir gerade, ja. Dann kann ich für unsere Zeit ein bisschen umrechnen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich glaube nicht. Ja, okay, easy going. Bis zum 14. Juli. Also gar kein Problem. Absolut easy. Dann gehst du wieder rüber den kleinen Grenzübergang. Schauen wir erstmal hier lang. Immer geradeaus. Und sind jetzt in Frankreich angekommen. Ein bisschen an Straße, sondern fahren wir den längsten Abschnitt. Nimm diese Ausfahrt über die Autobahn. Tanken werde ich wahrscheinlich erst in der nächsten Fahrt wieder nutzen müssen. Ist doch schon ein bisschen Matsch, aber okay, für die Kurve jetzt. Immer geradeaus. Wenn ich nicht noch irgendwie ruckartigere Bewegung machen muss, passt das ja. Wunderbar. Perfekt runtergebremst. Ampel noch grün, dass wir durchfahren können.
So muss es sein. Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ist nicht so notwendig, jetzt auf 70, auf 60 runter zu fahren, aber ich dachte nicht mal mit. Demnächst links abbiegen. Wir müssen jetzt eh abbremsen. Biege nach links ab. Kommt nichts, da auch wahrscheinlich nichts. Wunderbar. Sind wir schon fast in Dijon, wo es dann gleich auf die Autobahn geht. Ich muss mich heute echt mal ein bisschen wieder hinsetzen. Und ein paar. Okay, ich kann nicht trinken jetzt auch bis in diesem Moment, weil gerade da noch vorne eine scharfe S-Kurve kommt. Gehen wir mal runter auf 60. Ja, einfach. Wieder ein bisschen mehr Sachen zum Downloaden sollte ich mal heute wieder. Ich werde wieder instant hochlade. Werde jetzt vorhin nicht alles schaffen, weil ich zwar auch nur irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt nur ein Video, dann eins runterziehen, zwei runterziehen, eins noch, zwei vielleicht hochladen. Schauen wir mal. In 4 Stunden ist auch wieder der nächste große Brocken. Der hochgeladen werden will, fertig. Aber dass ich dann zumindest auch hier ein bisschen ein paar von den Videos bearbeite. Auch etwas ein größeres, damit ich wieder ein bisschen
mehr Freiraum habe. Auf dem Smartphone. Und natürlich auch ein bisschen auf der Platte, jetzt kann diese auf SSD, was noch rumliegt. War mir auch ein bisschen gerade zu knapp da gewesen. Wie viel waren das nochmal? Ich glaube zwei Mautstellen jetzt oder so oder vier. Zwei oder vier, glaube ich. Dann sind wir in Luxemburg, 310 Kilometer noch. Durch Belgien durch. Dann schon die erste, die hier kommt. Wobei. Ist ja eher noch Blitzer, never mind. Die Assis. Ah, da war ja was. Aber zum Glück ist der Retarder gut genug. Gut, hätte ich auf. Hätte ich auch vielleicht dran denken sollen, bei der Kurve schon vorher. Auch ohne. Blitzer. Dass es smart gewesen wäre, da ein bisschen runter zu bremsen. Für die Kurve.
So ein Viertel Liter haben wir jetzt ungefähr, ein Viertel Tank haben wir jetzt ungefähr verbraucht auf der Fahrt. Noch ein bisschen mehr. Da ist es ja gar nicht mal so schwer mit 13 Tonnen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal pennen. So wie es aktuell aussieht. Mach mal in Belgien. Kurz vor Lüttich. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass ich da irgendwie noch beim Aufräumen und so nicht nur den Laptop gesehen habe, sondern auch mich daran erinnert habe, dass der Laptop ja eine gute Qualität, also vergleichbar der ich würde nicht sagen der beste ist definitiv der überhitzt, aber weil er überhitzt nicht mal zu brauchen ist für das. Würde er nicht überhitzen, also ich muss ihn ja nochmal wegbringen. Wäre vielleicht auch ein Ding, was ich eigentlich jetzt schnell machen können. Da Backup zu machen und den dann reparieren zu lassen und zu sagen, ja hier, ich werde demnächst nochmal mit dem Rechner vorbeikommen. Allerdings würde ich da erst noch mal vorher ein bisschen mir die Bluescreens aufschreiben, weil wäre vielleicht auch nicht keine schlechte Idee, weil dann hätte ich zumindest schon mal, wenn er nicht mehr überhitzt, hier was stehen, was dann ja für jetzt weiß ich nicht, was habe ich jetzt gerade hier. 9,5 Stunden Video, wo der dann nicht dafür, keine Ahnung, wie lange waren das jetzt? 13 Stunden oder so wahrscheinlich, oder ein bisschen mehr für benötigt. Aber naja, es ist immerhin schon mal eine Erleichterung. Dadurch komme ich jetzt zumindest auf zwei bearbeitete Backup-Streams pro Tag. Sollte ich vielleicht auch vorher, bevor ich die anderen Sachen nochmal backuppe, das Stream von gestern nochmal mitziehen.
Oh, wir sind bei Metz. Fahren wieder an Metz vorbei. Auch nice mit der Ente vor uns. Die uns gleich ausbremsen wird. Oder auch nicht. Warum so viel? Liège ist auch schon ausgeschildert. Ja, da weiß ich jetzt eher irgendwie sowas wie Brüssel oder so erwartet, weil wir fahren ja doch eigentlich durch Belgien komplett durch. Na okay, never mind. Wobei so halb, aber ne, ich sehe auch nur Liège und Brüssel. Dann war es vielleicht jetzt auch nicht ganz überraschend. Wir könnten plötzlich wieder hoch auf 90, aber okay, ist doch keine. Vielleicht können wir noch auf 80. Einfach nur wegen der Kurve. Wieder beschleunigen. Und sobald der erste Gegner kommt, der ja gleich kommen wird, können wir ja die nächstgelegene Raststätte aufsuchen. Brüssel und Liège. Immer geradeaus. Kurz vor dem Verkehr uns aufhalten. Dann wir beschleunigen. Uhr, circa 6 Stunden Schlaf oder so, dann haben wir 2 Uhr, 3 Uhr. Hm.
Ja, den Blinker wollte ich drücken. Nicht. Da sind wir schon in Belgien. Wie sah man eigentlich aus? 2 Stunden 20. Oh. 2:19. Eieieiei. Pennen oder nicht pennen? Das ist hier die Frage. Wo liefern wir aus? Das ist noch eine andere Frage. Kann man da direkt pennen? Nö. Dann sollten wir. Können wir einfach bei der übernächsten Möglichkeit. Oder wir machen es einfach jetzt schon. Vorratsschalter, wir müssen ja nicht tanken, auch wenn wir demnächst tanken müssen. Schlafplatz suchen, nehmen wir mal den weiter vorne. Kurz die Lampen aus und dann geht die Fahrt gleich weiter. Im Regen. Hundert 50 Kilometer noch. Des Regens hätte ich eigentlich doch nochmal mich hinlegen sollen. Haben ja hier kein zeitliches Bums. Abgesehen von RL-Zeit, aber keine Ingame-Zeit halt. Aber da hinten klar, da haben wir ja schon auf und da wird es wahrscheinlich nicht auf und zu gehen. Ich würde einfach mal vermuten. Das ist die Frage. Ich meine, ich muss ja gleich sowieso, also weil in der Rückfahrt, auf der Rückfahrt nach in die Schweiz muss ich ja sowieso. Hab ich das auch nicht glaube. Wir beenden dann einfach auch die Folge schon bei Stokes und fahren gar nicht erst irgendwo hin zum Pennen. Ja, warum sollten wir? Wir müssen ja sowieso dann wieder vor, was weiß ich, Genf, Bern oder so halten. Oder Zürich. Und uns das Ohr hauen, von daher. Können wir das auch so machen, dann halten wir, müssen wir unterwegs pennen. Und dann können wir dann in Bern, Zürich oder Genf pennen.
sind wir auch schon fast da. Nochmal einmal hier rechts abbiegen. Auf die A14 war es ja, glaube ich. Oder fahren wir gerade auf A14? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Hä, warum? Das waren nur 10... Ich verstehe es nicht. 10 Kilometer pro Stunde mit Auflieger sind noch gar kein Problem runterzugehen. Das geht auch noch erst los bei 25. Meine Fresse. Oder war das die adaptive Geschwindigkeitsregulierung, die ich denselben Moment gezündet hatte, wo ich von 90 auf 80 runtergegangen bin? I fucking get it. Schon waren wir auf A14 und es ging auf die A15. I don't know. Ich dachte, das wäre irgendwie A4 auf A14. Dann bremse ich halt selber. Wäre auch besser so gewesen. Der ist aber auch nicht viel. Also irgendwie muss ich jetzt darüber noch, ne? Also just saying. Scheinbar über diesen Weg. Alter, was ist denn das? Also hier verzieht sich ja gerade echt alles. Lag das jetzt gerade am Trailer hier eigentlich nicht? Es ist gerade einfach nur anders wild. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Erst einmal in Liege. Links abbiegen und dann links abbiegen.
links ab. Oh, dann sind wir bei Stokes. Das war eine schöne Fahrt. Naja. Da bin ich aber anderer Meinung. Dann laden wir die Fracht mal ab, bevor irgendwie noch was anderes passiert. Ausgezeichneter Traktor JCB Fast Track 4220 von Genf nach Lüttich geliefert. Gefahrene Strecke 756 Kilometer, Dauer 51 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 417,3 Liter. Das war der 206. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 25.735 Euro und 1096 Erfahrungspunkte. Ein neues Level. Technisch gesehen, die fehlen, da ist einer zu viel. Das bin ich gerade, der wäre da. Ja, die beiden wären ja jetzt hier. Dann wäre die Reihe voll, dann müsste es jetzt hier mit zerbrechlicher Fracht weitergehen. Und dann haben wir jetzt wie viel? 153.000. Wie gesagt, die Kohle brauchen wir. Aber da ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder im American Truck Simulator vom Cruising Nebraska Event. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.